Jede Menge Probleme, meine Damen und Herren, hat unsere Bundeskanzlerin derzeit mit den Männern. Sie war schon kurz davor, eine sogenannte Sahara-Koalition zu gestalten, nämlich alle Parteien in die Wüste zu jagen. Wie es dazu kam und was es letztendlich im vergangenen Jahr noch alles Politisches Wichtiges gab, das sagt uns jetzt gemeinsam für Sie unser Kater Tim. Jetzt geht's ratzfatz, heut spricht der Kater und nimm mit Katz. Guck ich ins letzte Jahr so nei, da war was los, oh heidenei. Ein großes Thema dieses Jahr war die Bundestagswahl, das ist doch klar. Mancher Politiker wurde schon in Brüssel verborgen. Ade Oettingers Günther tat man einst so entsorgen. Doch liebe Leute, es geht kurzum, alles ganz schnell andersrum. Denn der SPD hat mächtig der Schädel geraucht, weil die einen Kanzlerkandidaten gebraucht. So wurde, weil Gabriel stand nicht mehr parat, mit 100% Martin Schulz Kandidat. Und man dachte, dass man sich mit ihm nicht blamiert und Händen aus Brüssel flugs reanimiert. Sie glaubten, dass ihr aus Würselen stammender Wundermann sogar übers Wasser schreiten kann. So dass er gegen Angie als wär's vorbestimmt, wenn man nur daran glaubt, die Wahl auch gewinnt. Die Vorfreude war groß bei der SPD. Auch die Umfragewerte, die ließe sich sehen. Man sagte zu Angie, ich musste fast lachen, sie könnt ja unter Schulz Vizekanzlerin machen. Doch Pfeifedeckel war's, wie der Wahlausgang zeigt. Auch Martin Schulz, der hat es vergeigt. Doch was am Wahlabend noch war verpönt, wurde zwischenzeitlich stark geschönt. Und so erscheint mir Martin Schulz heute jedenfalls als Ober-GroKo-Wendehals. So wurde Jamaika, man kann das so sagen. Zunächst zum Segen, doch dann zu einer Plage. Man sah sie 4 Wochen, wie sie kämpfen und fauchen. Ja, Einigkeit herrscht scheint auf dem Balkon nur beim Rauchen. Einigung wäre vielleicht zustande gekommen, hätte sie statt einer Zigarette ein Joint sich genommen. Das Liebeswerben von Katrin, Cem und Angela, es war umsonst das ganz Trara. Ja, CDU und Grüne hätten bitteschön eine Vermählung allzu gern gesehen. Doch Bräutigam Lindner ist der Hochzeitsgesellschaft enteilt, die gedanklich die Pöschle schon hatte verteilt. Er verließ Hals über Kopf die geplante Feier, hatte partout keine Lust mehr auf den flotten Dreier. Und so nahm er wie der Witschreis aus. Jamaika war tot, die Hochzeit war aus. Angie kann die Welt nicht mehr verstehen. Wie soll's denn jetzt bloß weitergehen? Vielleicht sollte sie ja nicht verzagen und von Amazon Alexa fragen. Weil die ist käuflich jederzeit und weiß doch über alles Bescheid. Bei dem Kuddelmuddel wird mir so langsam klar, nix bleibt für Angie, wie es einmal war. Sie, die einst mächtigste Frau der Welt, ist politisch langsam angezählt. Ja, liebe Angie, so ist das eben. Auch wer zu spät geht, den bestraft manchmal das Leben. Und weil die Sache ist noch nicht vorbei, kommt der Rest nächstes Jahr in Dreht mit Nei. Wenn man, nachdem der Wähler nun hat gewählt, im Bundestag die Sitze zählt, sind es 700 an der Zahl. Ja, Leute, ist das denn noch normal?
Unser Ländle leicht sich jetzt für nicht wenig Geld nach China, eins der größten Parlamente der Welt, was uns zusätzlich 70 Millionen kostet. Da sage ich doch nur, Mahlzeit, Prost, wo bleibt denn da die Obergrenze? Bei 400 wäre bei mir schon Sense. Und obwohl bis heute noch keine Regierung besteht, haben sich unsere Volksvertreter als erstes ihre Diäten erhöht. Mit großer Mehrheit, das überraschte mich. Naja, man denkt halt zuallererst an sich. In Deutschland machte sich in letzter Zeit ein gewisses Unbehagen breit. Bei Kinderarmut, Migration, Sicherheit, Rente, Mindestlohn verloren sie wohl aus dem Auge das Ziel bei ihrem seitherigen GroKo-Deal. Manchmal frage ich mich, ob die Parteien genauso gesehen überhaupt ihr eigenes Volk noch verstehen. Sieht man es anders von ganz oben? Oder sind sie gar schon abgehoben? Mancher fand einiges nicht gut, so kam die AfD zum Zug. Sie meinten, es reicht, die Spießgesellen politisch rechts ins Eck zu stellen. Anstatt mit Argumenten im Hohen Haus, trickste man sie fragwürdig aus. Hey Leute, ihr sollt mich nicht falsch verstehen. Ich bin nicht für die AfD. Denn Höcke, diese Alpha-Lampe, nennt Holocaust-Denkmal eine Schande. Pegida-Demos und Gemotze, das finde ich schlichtweg Satzum. Genau. Übrigens, der Herr Gauland hat wie Angie auch einen Tick. Trägt um seinen Hals ein Dackelstrick. Eine Krawatte mit einem hellbraunen Hund mit Dackeldekor auf grünem Grund. Und ich frag mich, steht der hellbraune Hund auf dem Gewackel für Halbgras oder Allmachtsdackel? Ein leidiges Thema bei uns immer noch wäre das Drama um den Berliner Bär. Im Flughafen, noch immer nicht fertig, die Halle sind leer. Ist vor der Einweihung schon zu klein und kostet allfort lang mehr. Ja, und die, denn über uns Schwoben lachen und den Frelich Schullewitz Zeitreiber machen. Doch auch im Ländle, bei Stuttgart 21 wird geschnuddelt. Es wird jede Menge Geld verbuddelt. Da reißt um langsam die Geduld und das Beste ist, keiner ist dran schuld. Ja, nicht nur die Berliner können jede Menge Geld verbrennen. So manchem Schwob wird Angst und Bang. Aber was die Berliner kennen, kennen wir Schwobe doch schon lang. Schau ich in die USA, da tut's mich grausen. Es kommt mir vor wie Donald und Entenhausen. Es scheint, den Trump in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Und Trump steht bei dem Hallebambel nach Pfälzart bestimmt für Trampel. Sei halb Verwandtschaft hat, mich packte Graus. Ein schönes Pöstle kriecht im Weißen Haus. Denn der führt in seiner Regierung, und das ist jetzt neu, die Pelzer Federleswirtschaft, oi. Er posaunte in die Welt hinaus, beim Klimaschutz steigen wir aus. Jeder Ami braucht ein Colt im Haus und schmeißt laufend seine Beratern aus. Will zu Mexiko eine Mauer bauen, dem Kim Jong-un den Arsch verhauen. Brüskiert die Merkel ab und an, weil er die partout nicht leiden kann. Wie dumm muss dieser Mensch doch sein, fällt dem Idiot nichts Besseres ein. Drum gilt für ihn den Satz mit X. Nee, Donald Trump, das war wohl nix. Dabei liegt's doch auf der Hand.
Es gibt Katastrophe genug in seinem Land. Drum schießt den Trump doch auf den Mond. Da kann er dann, wo niemand wohnt, wo keine Bäume und Blumen sprießen, Löcher in den Mondstaub schießen. Und zum Streiten gibt man ohne Bluff sein Lieblingsfeind Kim Jong mit Nuff. Denn die zwei Kerl mit ihrem Gebluff in uns sagt nein und nix wie druff. Ich hab schon gemerkt, ihr seid auf Zack. Drum geht's bei uns gleich richtig ab. Zum guten Schluss sag ich miau. Das war's von mir. Tschüss und hello! Unser Kater Tim, meine Damen und Herren, Tim Werner vom Gundelsheimer Karnevalverein. Hello! Dankeschön für diese klasse politische Bit. Lieber Tim, auf dich ein dreifach kräftiges Kater. Hello! Rückblick, hello! Gundelse, hello! Dankeschön und komm gut heim.